Hey, hallo und herzlich willkommen. Es leuchtet heute mal wieder beim Toolboy. Es geht um Taschenlampen, um Werkzeugleuchten, wo sich der eine oder andere Euro an mehr Investitionen lohnt, welche günstigen Alternativen das es gibt, welche besonders schnell sind und welche besonders schnellen Akku haben und in welchem Umweltsystem es welche coolen Leuchten gibt. Darum soll es heute gehen. Nicht weniger. Dranbleiben lohnt sich. Nächstes ist gehen, abonnieren und schon kann es losgehen. Ja, fangen wir an. Hier oben ein Hell hat eine tolle Ergänzung für ihre 18 Volt Akkus. Die kleine Leuchte macht man hier drauf. Man kann die verstellen. Die rastet auch schön ein. Die ist total laser, wie die abgeht. Ist auch hier gummiert. Ja, man kann die aber auch hinstellen. Und die hat hier vorne zwei Linsen drin. Sieht man, wenn man hier reinschaut. Da schieben sich die über diese drei Hochleistungsleuchtdioden, die da drin sind. Und Vorsicht festhalten. Bam! Leuchtet massiv. Und man kann den schönen Winkel hier einstellen. Von, ich sage mal, minus 45 bis 0 Grad. So, ja, so 15er Schritte ungefähr. Also, tolle Sache. Kostet gar nicht viel. Wer dein Einhell schon unterwegs ist, der macht sich damit einen Gefallen. Und es gibt auch noch die große Bam, die kann in zwei Stufen, hat so einen schönen gummierten Griff und die hat 7 Hochleistungsleuchtdioden und hier oben auch gummiert und sogar für das Stativ so ein Einsatz. Also das ist auch was Tolles, man kann die auch schön hinstellen, man kann die allerdings nicht groß ausrichten und innen ist ein Kühlkörper drin und die macht schon einen ganz guten Spot. Guckt ihr mal hier, vergleichen wir nochmal zu anderen. Zack, raus, halt, die hat ja zwei Stufen. Einmal normal und ganz hell. Und die kleine, die hat im Endeffekt auch zwei Stufen. Einmal normal. Und dann hier am Ring drehen. Also die ist schon ein bisschen nicht so lichtintensiv wie die andere. Aber so für kleine Werkzeug-Sessions funktioniert es natürlich, wenn ihr große Halde mit ausleuchten wollt. Und da habe ich auch noch keine richtig große, habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was eure Favorites da sind, wenn es richtig leuchten soll. Und hier habe ich lange Zeit im Auge gehabt, weil es einfach ein fesches Gerät ist. Die Bosch GLI 12330. 12-Volt-System, wo die Akkus auch reinpassen, mit 10 Hochleistungsleuchtdioden, auch hinten gummiert, einmal, dass nicht wegrutscht, dann mit einer Öse zum Aufhängen, mit einem Magnet zum Anheften, extra starke Neodym, nichts für schwache Herzen und auch ein toller Aluminiumrahmen hier hinten, mit so einer Art Karabinerfunktion, dass man vielleicht auch mal Rohr oder Leitung hängen kann, hier hinten auch ein Gewindeeinsatz als Stativaufnahme. Ordentlich hier der blaue Kunststoff, schön stoßfest und vorne halt auch wahrscheinlich zur Kühlung Aluminiumrahmen und da drin dann die tollen Leuchtdioden, ballert auch übertrieben. Nochmal, auch eher diffuses Licht, nicht so ein Spot wie die von Einhell, aber schon ein bisschen heller als die kleine. Nochmal hier im Vergleich. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Also habt ihr das mal gesehen, ich lasse sie mal, lasse sie einfach mal brennen, dass es leuchtet und dann. Wer nicht in dem System unterwegs war, haben wir die auch geholt, als ich in dem System unterwegs war. Der hat vielleicht Lust auf die hier. Das ist nämlich auch so ein No-Name-Produkt, wo man hier rumhängen kann, wo Magnet hat, wo sogar Stativaufnahme hier hat, wo Öse hier hat, wo man über USB, Micro-USB laden kann, wo ein Füllstandsanzeige hat, wo ein LED nach vorne rausscheint, wo eine Leiste innen ist und nochmal eine in Rot und man kann es auch blinken lassen für Notfall. Also wenn man ein bisschen Disco auf der Baustelle braucht am Freitagabend, wenn man fertig ist und alles geschafft hat, dann die kann man auch in verschiedenen Stufen, auch so 15 Grad, denke ich, ja, einstellen. Und die macht auch was her und die ist natürlich wesentlich günstiger als die Markenprodukte und funktioniert auch ganz gut. Finde ich zumindest. Ja, von Helligkeit her, schauen wir nochmal, Helligkeitstest. Hier auch diffus. Ja, sieht man schon, die von Bosch natürlich schon ein Stück heller. Ja, wahrscheinlich eher in dem Bereich von der Einhell. Mal, ja, sogar die Einhell noch lichtstärker. Also gut, aber ganz dunkel ist die auch nicht, also die brennt schon ordentlich.
Damit kann man schon auch was anfangen. So, und dann sind wir schon bei den Taschenlampen angekommen. Da gibt es ganz heftige. Die haben einen dicken Akku mit dabei. 4000 mAh. Stunden steht da oben 14,4 Watt. Der hat eine USB-C-Ladebox. Und wer es sehen kann, da oben brennt noch die Ladeleuchte. Da guckt er mal in meinem anderen, das leuchtet Video. Da habe ich die mal aufblitzen lassen. Die hat drei Hochleistungsleuchtdioden drin. Und die ist halt schön kompakt und macht richtig hell. Und das ist die Immerland MSO 31 mit 3000 Lumen. Ja, da geht richtig was. Also, da kann man schon richtig leuchten lassen. Und dann kennt ihr auch vielleicht aus dem Leuchtet-Video hier die günstige preiswerte Alternative. Die hat Normal und Fokus. Die hat Disco. Und sieht man jetzt nicht, wenn man dreimal drückt, wenn man es kann, sage ich immer. 1, 2, 3. Okay, Disco. So, jetzt eine UV-Lampe, jetzt sieht man es. Ein UV-Spot, naja, sieht man nicht so gut. Aber hier, da kann man kennen. Dann kann man auch zoomen, wenn man zum Beispiel so tolle fluoreszierende Werkzeuge hat, dann findet man die wieder. Eigentlich auch ganz tolles Teil. Was mir passiert ist, da war ein O-Ring drin. Aus dem grünen Gummi, der war da unten drin. Ist aber leider beim Zuschrauben kaputt gegangen. Und innen ist ein 18650 Akku, also wer in dem System unterwegs ist, kann das seine Akkus dafür mit hernehmen. Jetzt habe ich einen neuen O-Ring da reingemacht. Da muss man schauen, dass der drüber geht, dann funktioniert das auch. Also auch ein tolles Gerät. Und dann, das Coolste aus der Kategorie, wie ich finde, von Einhell, habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich mir die gegönnt habe, weil die natürlich den einen oder anderen Akku mehr kostet. Jetzt schauen wir erstmal hinten rein. Ja, da ist so ein toller AAA-Halter, ich meine. Da müssten auch die 18650er reingehen. Der ist natürlich auch wieder mit dem O-Ring hier bespaßt. Der ist sogar gefettet und der geht, der passt ganz genau. Passt da gut drüber. Und die hat auch mehrere Funktionen. Die erste Funktion ist schon mal hier, dass man den Kopf schwenken kann. Eine tolle Sache. Dann kann man die nämlich auch irgendwo hinstellen und eine kleine Szene ausleuchten. Und die hat einen tollen Gürtelhalter aus Federstahl und vorne drei Löcher. Da eine Hochleistungsleuchtdiode, eine UV-Leuchtdiode und eine Laserdiode. Jetzt schauen wir mal, ob wir die ankriegen. Also auch in zwei Stufen. Hell und ganz hell. Und wenn ich dann jetzt lang hier oben drauf drücke, kommt der Laser, wie man sehen kann. Voll der Laser, wie das abgeht hier. Ja, das haben wir gesehen. Und das Tolle ist auch, die hat unten einen Magnet. Und ich kann die irgendwo hinstellen und nach oben strahlen. Ja, da kann man auch eine Deckenleuchte damit montieren. Das ist eine coole Sache. Habe ich gelernt wieder im Bauforum. Und dann hatte ich auch noch eine UV-Lampe. Schauen wir mal, ob wir die auch noch ankriegen. Da muss man mal länger oben bleiben, dann geht der Laser aus. Ah, gebe ich die UV-Lampe nicht an. 1, 2, 3. 1, 2, 3, SOS. Come on. Ich sehe schon gar nichts mehr, weil es hier so leuchtet. Auf jeden Fall hat die auch UV-Leuchte, dass man auch die tollen UV-Werkzeuge, da gibt es auch einige. Ja, gucken. Also, es ist auch der Laserknopf. Okay, der untere steuert die LED zum Einschalten und die oberen Laserpointer, wenn man lang oben bleibt und kurz oben bleibt die UV-Lampe. Okay, also coole Nummer, die Taschenlampe. Auch schön aus dem Metallgriff mit Magnet. Echt bin ich froh, dass ich die habe. So, und jetzt zu den kleinen, aber ganz feinen Tools. Wo fangen wir denn da an? Ja, das hier, der Preis-Leistungssieger von Brennenstuhl. Die hat ja hinten auch einen Federclip und eine Öse zum Anhängen und einen Magneten. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich die irgendwo senkrecht drüber hängen will, dann packt sie den Magnet nicht. Die geht nur in der Position, weil da ist die Auflage, vielleicht der Hebel vielleicht ein bisschen anderer. Beziehungsweise das war halt hier an diesem Kasten. Jetzt prüfen wir nochmal, hier funktioniert es. Und ja, die kippelt leider so ab. Ja, da wäre vielleicht der zusätzliche Magnet echt nicht schlecht oder der hinten ein bisschen größer. Und die hat auch Micro-USB-Ladebuchse. Ja, soll aber was Neues kommen. Und dann eine günstige von Stier. Die hat vorne einen Balken, hinten einen Magneten, einen Gürtelclip und auch einen Laserpointer. Die kann dann auch hier Leiste leuchten lassen.
den noch in zwei Stufen und dann vorne den Spot. Hoffe ich doch. Ach, hier unten ist der Spot. Auch nicht schlecht. Mal schauen. Abgelogen, die hat schon Magnet und zwar ist der Magnet hier hinten drin. Und bei der kann man die auch seitlich hinhängen, das funktioniert. Und die hat hier so eine Lasche, die ist auch mit Micro-USB. Allerdings hebt die immer nicht so. Und die war relativ günstig, hat auch einen Laserpointer, aber das geht nur, wenn man drauf drückt. Das heißt, man kann die jetzt nicht so schön hinstellen und oben die Lampe anbohren. Und der Akku ist ein bisschen schwach auf der Brust, die ist immer relativ schnell leer. Aber ansonsten kleines Format und ein günstiger Preis, von dem her ist die auch ganz gut. Und dann das Highlight unter den kleinen Leuchten, das ist hier die Unilight IL 175, 175 steht für 175 Lumen. Die hat auch eine große Leiste von oben, man kann die hier schön einstellen, nicht gerastert, sondern ein fließender Übergang, auch mit Magneten unten, mit Magneten hinten und halt vorne auch mit so einem kleinen Spot-LED. Das seht ihr hier, war auch ganz gut, wenn man mal was sucht. Und hier kann man die halt so rum hinmachen oder so rum ausleuchten mit dem großen Band. Auch mit dem Gürtelclip hier, vernünftige Taschenlampe. Und dann habe ich noch eine, die ist noch gar nicht im Bild. Ich will auch noch zeigen, die ist auch schön kompakt, wenn man die zusammenklappt. Und das ist die hier, die hat auch Magneten, eine zum Hinhängen, so eine Lasche, die hat einen Input und Output, weil man sie auch als Akkuband verwenden will und eine Fernbedienung, kann man die einstellen, kann man die hier regeln in mehreren Stufen, ich meine, das sind 5, 6, 7 Stufen und man kann auch hier den Modus wechseln. Die hat quasi auch ein rotes Flashlicht. Kommt jetzt gerade rüber, ein langsames. Und dann kaltweiß und warmweiß. Ja, eigentlich auch eine coole Lampe. Wie ich finde, gerade fürs Camping oder so. Oder halt auch für einen Werkzeugkoffer, wenn es mal dunkel zugeht. Auch hinten mit Magneten kann man auch reinklemmen. Na gut, das soll schon gewesen sein. Ich hoffe, es ist was für euch dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn es heißt, nichts riskieren, abonnieren. Bis dann. Tschüss.